Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir waren hier am Schloss Gardia stehen geblieben und ja, haben leider wieder keinen Erfolg gehabt. Und ja, ich habe mir gerade eben noch einen Snickers Cruncher reingedrückt, deswegen lecker. Nom 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 nom. ja, und jetzt suchen wir halt immer noch nach dem richtigen Weg. Bringt uns aber auch nichts. Wir könnten zwar mal was testen, was ich aber nicht glaube, dass das funktionieren wird. Na gut, aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es eh egal ist, was wir machen. Wir versuchen es einfach mal. Wir tauschen nämlich mal Darkane aus. Vielleicht, ja. Will Frozy nicht reden, weil so ein komischer Roboter da ist. Na gut. Wäre auch zu schön gewesen. Na gut. Die Viecher. Ich wollte gerade sagen, die Viecher ignorieren wir diesmal ganz gekonnt. Aber das wird wohl. Das wurde uns natürlich wieder mal verboten. Da kam einfach nur so ein Computer und sagt, nein. Warm. Egal. Haben wir noch ein bisschen Erfahrung. Ein paar Technikpunkte, Gold und ja. Kann man doch immer gebrauchen. Also müssen wir wohl auf jeden Fall Melchior finden. Nur die Frage ist, wie finden wir Melchior, wenn wir nicht mal wissen, wo er ist? Beziehungsweise wenn wir auch nicht mal wissen, was er mit Pfeil meint. Hat das... Ach, warte mal, da ist der Junge, den hatten wir doch vorhin. Mein Sohn, der legendäre Held, muss am Hafermehl... Achso, das hatten wir ja schon mal. Na, Kleiner. Es tut mir leid. Dein Froschtyp hat das hier in einem Café verloren. Ich wollte es verkaufen, aber als mich alle auf einmal einen Helden nannten, hatte ich dazu keine Lust mehr. Jetzt ist es also heraus. Ich bin kein Held. Leider. Hier, nehmt ihr das. Du Bengel! Ich wusste doch, dass du nur so getan hast. Oh, ist das endlich mal... Ich glaub's nicht. Also wenn das jetzt endlich mal eine ein Erfolg ist, dann kotze ich auf den Boden. Ach, das Training. Darauf können wir jetzt erstmal verzichten. Es wird Zeit, dass wir jetzt endlich mal irgendwie weiterkommen. Komm, redest du jetzt endlich. Wieder bist du gekommen. Das Heldenamulett. Nun, dann hast du den Knaben gesehen. Dennoch vermag ich nichts gegen Magus auszurichten. Das legendäre Masamune allein kann Magus schaden. Und ich habe kein Recht, es zu führen. Bitte geh. Mach Scheißdreck. Ein zerbrochenes Schwert. Ein Teil des Masamune. Da steht etwas in archaischen Lettern. Ich transkribiere. Bah. Was? Heuklem. Heuklem. Systemfehler. Verkehrt herumgelesen.
Ah, dort steht Melchior. Melchior. Melchior? Der Typ aus Medina? Was bedeutet das, Chili? Keine Seele kann heutzutage das Masamune neu schmieden. Ja, dann müssen wir jetzt wohl... Ich hoffe mal einfach nur, dass Melchior da ist. Wenn nicht, treten wir ihm so sehr in die... Dann rambonen wir das aus. Boah. Ich krieg mittlerweile Kopfschmerzen. Wenn ich einfach nur noch weiterkommen will. Die blöden Viecher sollen einfach alle sterben. Wir haben jetzt schon so lange wirklich so weit und überall alles abgesucht, verdammt. Aber stimmt, den kleinen Jungen, den habe ich komplett vergessen. Dass der, stimmt, er hat halt... Er war dabei, Held zu spielen und... Ja. Das alles macht Sinn. Ach, wir können sogar noch auf die 10 drücken. Reden wir mal mit dem. Na gut, der sagt aber, die sagen aber auch wieder nur... Ja. Nix Gescheites. Ach komm. Jetzt, go, go, go. Diesmal will ich nett mit euch kämpfen. Na gut, wenn's sein muss. Wenn ihr lebensmüde seid, dann... Stellt euch. Dann sterbt einfach mal ganz schnell und... Die Sache hat sich. Tonic und ein Äther war, glaube ich, auch wieder dabei. Irgendwie komisch, dass die immer einen Tonic und ein Äther droppen. Aber egal. Äther kann man immer gebrauchen. Aus Medina. Dann müssen wir jetzt nach Medina. Müssen das Schwert reparieren lassen. Und dann müssen wir es, glaube ich, Frozy bringen. Und dann hoffen wir es einfach mal, dass er dann endlich wieder normal wird, sag ich mal. Na ihr, alles klar bei euch. Was wir eventuell auch noch mitnehmen könnten. Das Dörrfleisch. Oh, Melchior ist wieder da. Melchior ist wieder da. Ihr seid es wieder. Wollt ihr meine Sammlung sehen? Dieses Schwert. Das Masamune. Woher habt ihr es? Warum ist dein Name auf dem Schwert? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Ja! Ja, erzähl sie uns! Kannst du es reparieren? Es könnte möglich sein. Wenn wir an einen Traumstein kämen, aus dem das Schwert gemacht ist. Traumstein? Traumstein! In meinen Speicherbänken gibt es darüber keinen Eintrag. Es gibt ihn nicht mehr. Es war ein roter Stein, den man einst als Zahlungsmittel benutzte. Leider ist das schon sehr lange, ist das sehr lange her. Kann man dann eigentlich ganz logisch kombinieren? Wir müssen... Ja. Zu den mystischen Bergen. Weil wir da ja irgendwas von einem roten Stein schon gelesen haben. Zumindest habe ich das gemacht. Na, jetzt holen wir uns noch schnell erstmal das Dörrfleisch. Damit wir den Zeitquest dann auch noch mitmachen. Wenn wir dann Frozy später irgendwann bald das Schwert geben können. Penisanal, dann können wir auch direkt das Dörrfleisch abgeben und ja. Ich könnte zwar jetzt speeden, aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Beziehungsweise, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, aber ja. Ich will das Let's Play ohne speeden machen. Ich habe das jetzt bis hierhin gut geschafft, dauerhaft ohne Speeden, deswegen wird das jetzt auch durchgezogen.
So sehe ich das. Hier, Dörfleisch, gib mir Dörfleisch. Gib uns Dörfleisch. Na, jetzt haben wir Dörfleisch. Nein, wir haben eigentlich keinen Hunger, aber... naja, 9.900 Gold. Haben wir ganz schön was rausgeworfen. Ich hoffe mal, es hat sich gelohnt. Beziehungsweise hoffen wir mal. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube, den Zeitquest habe ich sonst nie gemacht. Deswegen, ich bin jetzt auch hier mit einigen Sachen konfrontiert worden, die mir absolut nichts gesagt haben. Zum Beispiel die Nagaette-Bromid oder was auch immer das war. Hatte ich keine Ahnung von. Und ja. Man sieht ja, wie lange ja, ich für das Weiterkommen gebraucht habe, nur um zu erfahren, dass wir zu diesem kleinen Jungen müssen, der uns dann sagt, ja, hier, ich habe dieses komische Dingens und er hier nimmt es, bla bla bla. Ja, jetzt ist es auch heimisch. Jetzt sagt mir das auch was. Was sind die da? Halb Menschen, halb Saurier, eine ungewöhnliche Lebensform. Diese einfach mal Stress suchen. Auch traut euch. Na gut, dann machen wir es eben so. Was zur? Ach, der ich dachte mir gerade, was ist denn jetzt los? Zack. So. Also das Einschläfern, das hat mich jetzt ein wenig irritiert. Aber egal, die werden sterben. Und Buttons. Wuss! Okay, Gott sei Dank. Oh, Chili erreicht eine Stufe Darken. Und Darken hat diesen Heilstrahl, glaube ich, gelernt. Was sollen wir tun, Chili? Wow, bam! Oh, ist die krass! Ihre kämpferischen Fähigkeiten sind ungewöhnlich für einen Menschen. Oh je, sie kommen auf uns zu! Ach, da machen wir mal die Raketrolle. Nein. Oh, gut. Nein. Oh, gut. Nein. Boah, gut. Oh, Mann. Ja, das hat jetzt schon etwas leicht Unterhaltsames, meiner Ansicht. Rudi erreicht ein Level, eine Stufe. Was willst du? Macht sie nicht wütend. Sie ist ohnehin aufgeregt. Ah! Tilly! Du stark! Wie dein Name? Chili? Ja? Guter Name. Ich, ja. Wie nennen wir sie? Nennen wir sie Katzenfrau? Nennen wir sie Omi? Opi, Opi, Anal? Penis, Penis, Arschloch? Jetzt überlege ich gerade. Mal kurz überlegen. Was für weibliche Individuen haben wir denn immer auf unserem TS? Nennen wir sie einfach... Das ist die Inge. Ja. Ich Inge. Inge mag starke Leute. Also mag Inge Chili. Geh weg von ihr, Chili. Ihr auch stark. Inge bewundert starke Leute. Männer und Frauen.
Junge, Junge! Ja. Hm. Du anders, aber auch stark. Das rührt daher, dass ich ein Roboter bin. Roboter? Was das sein? Inge nicht kennen. Das ist eine Maschine, die wie ein Mensch aussieht. Was? Quatsch! Nicht Inge verwirren! Ja, das ist die Ingeborg aber eigentlich, ne? Ingeborg passt aber nicht. Chili, woher kommen? Wie erklären wir ihr das bloß? Das wird sie nicht kapieren. Wir sind von viele Tage nach morgen. Hahaha, ihr lustig. Inge mag lustige Leute. Kommt ins Dorf. Wir reden und essen, tanzen, essen, Spaß. Danke, aber das geht nicht. Wir suchen einen Traumstein. Stein? Viele Steine. Hier, dort, im Dorf. Wir viele nehmen. Komm, Chili. Ioka-Dorf hier entlang. Ah, wir sind schneller als du. Uha. Ach, jetzt sind wir wieder bei denen. Jetzt ist wieder die Zeit des Max-Zyklons gekommen. Piu, 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 piu. Ey, jetzt beweg dich ein Stück links. Beweg dich ein Stück nach links. Das ist doch eine Verarschung. Na gut, bevor wir länger warten und eventuell am Ende noch sterben, müssen wir improvisieren und so angreifen. Das aber bestimmt... doch reicht. Klar, logisch, das reicht. Ganz, ja. Das war mir von vornherein klar. Ich wollte euch nur verunsichern. Ja. Verunsichern. Nicht hoch. Bam. Und tot, bitte. Ja, ja, ja. Ja. Voll. Rottblatt. Ach. Nehmen wir einfach mal alle mit. Ist Training gut, wie Ingeborg sagen würde. Everybody, Ingeborg, 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 Inge, Ingeborg. Oh, Junge. Bam. Oh, okay. Das bringt hier nicht viel, dann machen wir doch mal wieder eine Raketrolle. Spin Twin. Bam. Ja, komm, babbeln. Oh, da Kane erreicht eine Stufe. Dann müssten wir jetzt doch mittlerweile sogar unsere ersten Stufe 20er haben. Oder? Schauen wir nochmal schnell. Oh, alle schon. Okay. Und dann beende ich diesen Part auch hier jetzt. Jahre, ganz, ganz viele Jahre vor Christus oder was das sein soll, denke ich mal. Ich denke mal vor Christus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, ciao, ciao.